Weil sie, Twitch Invaden lohnt sich halt schon. Ja, ja, eben. Also theoretisch. Oh, guck mal. Da bin ich mal sicher, dass er geflasht, weil ich mir nicht sicher war. Ja, habe ich drei Leute gespottet unten. Sehr gut. Die haben zum Glück nicht reagiert, dass ich dahin gelaufen bin zum Warden. Erst als ich wieder auf dem Weg weg war. Die haben auch gedacht, okay, der stellt eine Wort hier rein. Okay, gut zu wissen. Aber sie haben nicht invaded. Tatsächlich. Der Twitch könnte versuchen, relativ früh bei dir zu kommen. Dass ich einen Level 2 Gang bei dir zu machen. Oh, dammit, ich hab's verkackt. Jetzt hat's auf die Raketen gewechselt. Hier fehlt ein Support. Lulu fehlt noch. Ich weiß nicht, warum sie fehlt. So richtig. Das ist keine Klepto. Den Red Buff! Das ist keine Klepto, Ilan. Nice. Komm raus da. Wir haben übrigens schon First Blood Botlane. Und wir haben den Red Buff vom Gegner für Delivered bekommen. Ist das mega! Das ist hier komplett busted. Da sind mit Red Buff genug Sustain, meine Liebe. Solltest du zumindest haben. Also definitiv, die Laui weiß nicht, was sie da tut. Das ist sehr schön. Spielt kein Klepto. Sehr, sehr, sehr schön. Die hier unten wissen nämlich zum Glück auch nicht, was sie tun. Das bitte lass das Game einfach so weitergehen, dass sie komplett clueless sind, dass sie keine Ahnung haben, was hier passieren muss. Kuckuck. I'm a support, by the way. Easy, ich geh base. Schade. Da ist jemand greedy geworden in der Midlane und ist gestorben daran. Aber ja, Siebe hat schon zwei Kills. Und wenn du das. Wenn du sie das. Na, weil je höher das Level wird, ne, desto schwieriger wird das für dich. Vor allem, wenn du diese Slaps nicht steppst. Die Sidesteps. Das war der erste Slap, den ich kassiert habe. Es waren zwei direkt! Ist genau gesehen! Niemals. Da war einer von der passiven. Den sollst du nicht fighten, oder? Aber oder in Minions vielleicht mit deiner passiven. Doch, doch, kannst du fighten, lustigerweise. Ah! Nice. Oh, oh, mach ich denn? Ich glaube einfach in die Jinx rein und die Auto-Attack mich nicht. Was ist das denn für eine? Also, ne? Sivir Blutrausch. Und ich hab den Zack noch getötet. Nice. Was willst denn du hier? Der Twitch kommt hier runter, alles sind tot. Hier ist ein Talon. You don't want this. Okay. Sie bekommt ein Solo-Plating, nice. Vielleicht solltest du doch Base gehen mit deinem Leben, Sie. Du hast es ein bisschen hart gechased. Ja, nee, die Ilaoi ist nämlich auf den Blob vom Zac geportet und ist halt trotzdem gestorben, der Zac.
Tja, Sieve, wie gesagt, das hast du der Lulu-Determinierung gegeben. Das ist nicht cool. Sowas. Macht das sowas nicht. Nein. Oh, come on. Er wollte gerade hier unten ganken. Ja, dann push mich halt, Illaoi. Komm. Na, 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 na. Ach, dammit. Scheiß Minions. Don't greet, please. Oh, wenn Twitch ist disconnected, ist das... Oh, nee. Come on, please, nicht... Es lief so gut. Nicht auf diese Weise. Oh, ich hab meine Ult. Und da ist jemand low im Gegnerteam. Ich hab Bock drauf. Oh, hat geheilt. Uff. Oh, nö. Das ist jetzt unlucky, wenn der Trader hier rüberkommt. Also, werden die gerade wieder gekillt hier unten? Laui hat keine Lust mehr auf mich. Ja, das Problem ist, dass wir halt einen Jungler verfehlen. Dass uns ein Jungler fehlt. Das ist ein bisschen problematisch. Insgesamt. Ich glaube, da unten kann ich dafür gehen für den aggressiven Pfad. Für mehr Kills. Wir müssten eigentlich jetzt das contesten, obwohl wir keinen Jungler haben. Ach, scheiße. Ich habe halt bei 8 Minuten 45 meine Boots. Alles klar. Aber schon an 5 Kills teilgenommen. Wer könnte hochkommen? Midlane fehlt. Wenn du mal cool ist, ist sie tot. Nice. I survive. Und das alles für ein Wort. Also die hier unten werden komplett geklappt. Aber wir haben ja keinen Jungler. Ich hab hier oben drei. Ja, wir können das deswegen verlieren. Meh. Das ist bitter. Kannst du den Tower da oben verteidigen? Dann können wir hier unten den ersten nehmen. Ja, mach. Vielleicht, wobei nicht mit dieser Wave. Wir brauchen, glaube ich, noch mindestens eine Wave mehr. Also wir haben jetzt das letzte Plating genommen. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Wow. Die läuft halt einfach rein. Ich habe nichts ab. Oh Gott, ich hab's nicht getroffen, mein Q. Ich hab auf dem geslowten Gegner mein Q nicht getroffen, weil ich behindert bin. So, wir haben erst den First Blood Tower. Sauber. Wir müssen ja. Wir haben auch einen Sack hier unten. Du solltest da oben nur Illaoi gerade haben. Ja. Stehe aber bei ihr unterm Tower gerade im Endeffekt. Ja, ich sag's dir nur. Theoretisch müssten wir switchen. Jetzt? Oder ja. Wir müssen den Dragon machen. Wir brauchen eigentlich den Dragon first und dann switchen. Aber ich vermute mal, die machen den Dragon gerade schon, weil die haben, glaube ich, mitgekriegt, dass Twitch nicht da ist. Denke ich mal. Wäre sonst ziemlich dämlich, wenn sie es nicht mitgekriegt haben. Oh.
Er hat nämlich schon einen Blue Buff von den Gotten, ja. Er versucht hier den Blue Buff und sowas zu machen. Also der läuft gerade hier in den Säck in der Mitte rum. Ja, ich hab gerade seinen Blue gemacht. Lul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 
Ich würde ja gerne ulten jetzt tatsächlich. Aber ich glaube, die laufen weiter weg. Would be my guess. Die machen den Herald, machen. Guck, guck. Wie geht's dir so? Da war der absolute Arschmove. Oh nö. Mach mal nicht. Ach, come on. Ja, das ist halt, die Midlane ist halt nie da, wo sie sein sollte. 29 Jahre alt, uff. Was heißt 29 Jahre alt, uff? Ich bin halt nur gerade am Reinfeeden, aber was ist daran das Problem? Wirklich dann so alt? Ich brauche hier Armor. Wenn ich jetzt Liandris hab, muss ich Armor bauen. Damit ich nicht instant sterbe. Cassiopeia, ey. Oh, ich hab mitgemacht. Cassio ist echt bad, ne? Ja, aber die läuft doch immer wieder rein, die fight doch immer wieder. Stop this! Nimm doch einfach den Farm! Anstatt immer wieder rein zu fighten. Immer wieder rein zu fighten. Ich hoffe, die Sivir spielt das unten solo, steht nämlich 9-1 aktuell. Ja, die braucht nämlich sogar wieder ein bisschen Assist. Ja, das wird auf sie gehen tatsächlich, wenn dann. Und das nicht einfach rechts klicken. Ja, nicht einfach rechts klicken, wie gesagt. Ja, und ich kann den da unten jetzt definitiv nicht contesten. Oder? Was willst du contesten? Den Herald? Wahrscheinlich nicht, nee. Würde ich schon bevorzugen, das wird. Moment mal, nee, mit dir will ich gar nicht. Da kommt noch was hinter dir, da kommt noch mehr. Kuckuck. Kann ich halt nichts tun gegen. Bin ich dagegen, dass du wegkommst. Er ist auf Welt gesagt, dann habe ich meine Chest durch. Nice. Ach, come on! Das ist halt wieder Promo in a nutshell, Alter. Doppel-Promo. Sivir spielt das mega gut. Aber Cassio disconnected, nachdem Twitch 5 Minuten disconnected waren. So viele Chests, so wenige Keys. Ja, wenn du in Champ irgendwann mains, ist das nicht mehr so. Das könnte ein Talon sein, du musst ein bisschen aufpassen. Ich hab sie ignited, aber mehr krieg ich da nicht. Och nö. Achtung. Oh nö. Oh, da krieg ich doch eine Ult ab, ey. Du bist tot gleich, wenn du dort weiter machst. Na, die gehen halt für den Drake wieder. Und ich habe zu wenig Leben, um da zu bleiben. Und wenn ich mehrere main, dann hast du wahrscheinlich immer zu viele Chests. Wenn du mehr als ein, zwei Champions mains, hast du wahrscheinlich immer zu viele Chests. Das ist so also die Quintessenz. Im Schnitt 2 bis 3 Champions und ich habe so um die 5 Schlüssel, glaube ich, noch rumliegen. Okay, ich spiele 2 Champions und ich habe inzwischen mehr Schlüssel, also keine Chests mehr und Schlüsselfragmente wieder angesammelt. Wir müssen tatsächlich nur farmen. Das war dumm, dass wir unseren Early Lead, den wir bekommen haben, an aufgeben. Was willst denn du? Hä? Die Jinx ist halt 300 mal schlimmer als jeder, der AFK gehen könnte. Oh, unsere Cassio ist wieder da. Ja, die ist irgendwie instant. Das war wahrscheinlich wirklich bloß ein Disconnect tatsächlich, ein kurzer. Sie ist so wie ich bei Vodafone. Oh Gott. Oh Gott. Kannst du bitte rausgehen? Du hast ja keine Leben mehr. Oh, Doppelkill Cassio. Ist jetzt wieder. Oh, ja. Deswegen geht man da raus und nicht rein. Puff. Weil man eine Ult kassiert und deswegen Kills abgibt.
Lol. Kann den abbrechen im Sprung? Ja, kannst du. Habe ich auch schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal gemacht. Sehr gut. Also Casio kennt auch bloß Kerngedanke rein. Wie alt bist du denn, Jackie Moon? Ich finde es hart, wie sehr der E einen saven kann. Ja, ne? Ich hab gerade gesehen, ich wäre wahrscheinlich tot gewesen, wenn der Säck hätte durchspringen können. Aber ich war nicht tot, weil mein E ihn in der Luft interrupted hat. Eine Oma 22. Also erstmal bist du damit weiblich. Herzlich willkommen. Du bist damit, glaube ich, die dritte Frau oder so auf meinem Stream. Die vierte. Vierte? Ach so, stimmt. Nee, warte mal. Lumi, deine Frau. Neko, stimmt, die vierte. Sarah. Stimmt. Warum habe ich den Sarah komplett vergessen? Ach, egal. Dio ist auch gelegentlich da. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, an meine Frau habe ich in dem Moment gerade gar nicht gedacht. Und zum Glück hat sie das nicht gehört. So. Ich bin jetzt safe rein. Also die Lulu ist halt squishy aus der Hölle, wa? Das ist Lulu. Wenn die halt irgendwie in Reichweite kommt, die hat jetzt schon jetzt kaum Leben. Die hat irgendwie 100 Leben noch. Weil ich sie einmal angeultet habe. Ich habe übrigens inzwischen Sonjas. Oh, damn, hätte ich Lula getroffen, wäre sie tot gewesen. Und ich brauche Morellos anscheinend für die Heilung von Jinx. Nein! Ich will nicht. Die riecht zu mir! Was tust du? Hauptsache weg vom ADC. Moment mal, wo hab ich... Okay, ja, ist auch wieder wahr. Sarah ist also keine Frau. Ja, ich... Ach, ja. Die ist ein Mädchen. So, easy rausgewunden. Mit meinem also Leben kann ich hier nichts mehr tun. Also willst du damit sagen, sie will erst noch eine Frau werden, ja? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob sie das so will oder nicht. Oh. Du tankst da was. Ja, ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Jetzt gehen wir jetzt Base in meinem Leben, wa? Ja, ich würde aber. Kann ich noch eine Wort hier lassen, dann gehe ich Base. Wenn deine Jinx-Ult kommt, bist du tot. Die Jinx-Ult ist schon raus, die hat sie mir vorhin gespellshieldet in dem Fight gerade. Von daher ist das relativ fein. Und deswegen unwahrscheinlich, dass es passiert. Wir kaufen immer noch ein bisschen AP. So, ich konnte nicht zweites Item Dornpanzer gehen, ne? Nicht, was? Zweites Item Dornpanzer, klar. Nein, konnte ich nicht. Hätte ich zu wenig Leben. Na gut, dann geh jetzt Dornpanzer auch fein. Ja, jetzt. Geht nur darum, dass wir irgendwann Anti-Heal-Optionen haben. Wir müssen eigentlich nur um die Sibio rumspielen. Die ist halt 11-4-10. Die hat vier Items, fast 3,5 Items fertig. Fast das vierte fertig. Ich muss erstmal oben gegen die Ilaui Teffin. Musst du. Mhm. Das ist schade. Da hast du eine schöne große Wave reingepusht. Komm ich da ran? Nee, komm ich natürlich nicht ran. Ja, ja, Ilaui, komm, hör auf mit Nerven. Wir sollten die Drakes nehmen. Twitch, magst du uns beim Drake helfen? Das wäre super. Okay, der hat noch einen Körper. Gut, lol. Ja, weiß nicht, ob das so wert ist. Wobei, wenn Twitch halt... Ist das wirklich? Nein, den kriege ich nicht mehr, oder? Aber ich finde 23 tatsächlich nicht alt, muss ich mal so sagen. Wo ich auch beim 20. Geburtstag dachte, na, den 20. Geburtstag willst du jetzt aber nicht fighten. Fighten, sage ich schon. Nicht feiern. Aber tatsächlich inzwischen, das ist alles relativ. Das ist alles relativ. Ich muss nicht bloß mit Sivio rumrennen, dann ist alles gut. Doch, Alter, Quatsch. Da ist jemand neben euch. Ich komme da nicht ran, Sivio. Ich komme nicht ran, wenn du so weit wegfluffen mir läufst. Oh, du kommst dir entgegen, sehr schön, deswegen sind die weggelaufen.
Wir sollten versuchen, entweder den Baron zu nehmen oder das da zu machen. Mensch. Wir können doch einfach mal alle nicht in Ruhe lassen. Und du gehst weg von meinem ADC. Das waren entspannte 5 HP oder so, die ich überlebt habe. Jens Plate? Herzlich willkommen, dankeschön in meinem Stream. Da, willkommen bei den Pulswellenreitern. Ich bin nur gerade ein bisschen konzentriert. Sehr schön, dass du Bock hast, mal wieder zu kommen. So. Wir kennen jetzt die Seele aus dem Leib. Die Botlane, wir stehen halt 23-6. Und Twitch macht aber Quatsch. Und jetzt macht. Warum geht denn. Oh Gott, Cassio. Why you do this? Why you do this to me? Wobei, sie kann. Sie kann das. Ja, weil Cassio halt auch Sustain hat, ne? Inzwischen kann sie das. Ich hab nichts gesagt. 13 HP, ja, ne? 20 Gruß habe ich auch nicht gefightet, weil ich ein Struggle. Och, come on, Xan. Du bist gemein. Wir sollten aber eigentlich jetzt das hier machen. Wenn wir schon hier die Vision-Hoheit haben und gerade gekillt haben und so. Und ich ein TP hab, also. Guys, can we? Maybe? Ich komme. Ich fang schon mal an, wa? Ich freue mich jedenfalls, dass heute so viel los ist bei euch. Wir könnten das Game übrigens sogar gewinnen. Oh, hier ist jemand, den man catchen kann. Oh, lol. Skillshots, OP. Da ist mir nämlich unsichtbar egal. Ich treffe die halt trotzdem. Ah, sehr gut. Ich werde nur noch mit Sivir mitlaufen, jetzt genau wie du. Ja, ich denke aber, dass. Komm, Botlane. Wirklich? Sivir wird, glaube ich, nicht Botlane gehen. Und Cassio sollte es eigentlich clearen können. Na gut. Was? Programmierer, da werde ich zu. Vorhin auch mal. Bin jetzt ingame, dir noch. Good luck. Achso, bitte. Weil wenn dir den auf Black Butler gefallen. Black Butler habe ich noch nicht gespielt tatsächlich. Gespielt, geguckt. Ich sag ja, heute müde, heute nicht zurechnungsfähig mit Worten. I like that you try to go in there. Das ist halt komplett dumm. Ich gebe jetzt trotzdem Base. Oh oh. Na, das ist nicht mehr wert, aber. Moment mal, war ich Legendary? Ich habe gerade einen 1000er Shutdown abgegeben. Black Butler habe ich noch nicht geschaut, tatsächlich. Ja, maybe stehst du 13-3-16? Ja, maybe, aber nur maybe. Was mache ich denn, wenn ich nicht maybe bin? Ich glaube, ich gebe dem Spiel echt Rabadons. Wenn wir das noch so lange aushalten. Next Item Rabadons. Der Rabadons Support, jeder kennt ihn. Black Butler gibt's bei Netflix, ne? Den muss ich mir angucken. Glaube ich. Wo ist unser Team? Die sind hochgegangen, die wollen die Toplane, glaube ich, reinpushen, die wollen den Toplane hinnehmen. Würde ich vermuten. Und gegen Ilaoi aber schwierig, die kann es eigentlich sehr, sehr schnell clearen. Da ist ja unten das Sieve, du hättest Spell Shield müssen bevor. Ist schwierig, jetzt ist Sieve tot. Du hättest vielleicht mitgehen sollen, dann hätten die das durchfighten können, aber du hast wieder gesagt, du gehst nicht mit Sieve mit. Dann war die erste Staffel auf Disc gekommen. Hey, du bist unten. Und dann bin ich unten lang gelaufen, ja. Ja. Du warst schon unten, die kommen übrigens alle zu dir. So würde ich vermuten. Jinx, willst du das? Willst du das? Das war nur ein Ludo. Ich meine, die sind übel schwach. Weil die Ludo steht 1,14. Aber du musst vielleicht trotzdem ein bisschen gucken, oder? Ja, du musst trotzdem, die können dich kiten. Durch Ludo. Ja, zu langer Cooldown auf der E. Nee, war dumm. War dumm. Weggekommen wäre ich aber trotzdem nicht dadurch, dass sie das erste B schon getroffen hat, die Jinx. Das erste, ach so. Und die Lulu halt direkt dahinter saß. Können wir die mal töten? Wenn die da einfach so Auto-Position pusht? The fuck? Da kommt ein Teleport dazu! Ja, come on! Gib es!
Das ist halt ein Free Doppelkill, wenn sie das macht. Das ist halt komplett dumm. Warum teleportet sie denn da rein? Wir kriegen aber gleich Besuch. So, mein Ding ist wieder, aber ich habe keine Wards. Ach nicht. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Xevia, you are out of position, my girl. I like you, but you're out of position, my girl. Lol. We can end this now. I'm on the way. Telo gegen Velkos ist oft mein Autodesk. Ja, Velkos kann viel zu gut den Teleport, auch Sonjas und sowas, ausnutzen vom Gegner. Ich mag mal nicht den. Ich tank den Tower gerade. Nee, aber ich meine, ich mag nicht den Schatten nehmen. Macht mal bitte noch ein Auto hin. Wollte ich auch. Und ja, der Flash war eigentlich nur dafür da, um den scheiß Tower jetzt da zu nehmen noch. Können wir das bitte beenden jetzt? 5 auf 6, 6 auf Talon, also ich würde das fast schon sagen, nee. Ja, da vor allem, weil sie jetzt so reinfeeden, auf jeden Fall beenden wir das. Sehr schön! Gold 2! Echt? Durch, ja? Ja, ich habe gerade 2 Games gewonnen am Stück mit der Promo. Ja, gut, ich stehe jetzt 1-1. Aber es tut mir leid, noch eins mache ich nicht. Das wird mir dann zu spät. Um Gottes Willen. Und ich habe das letztens gemerkt, wo wir hier die 4 Stunden oder so durchgesuchtet haben. Ich, so nach 3 Stunden spätestens. Lol, ich kann den Twitch gar nicht honoren. Hä? Ist er immer disconnected? Der ist am Ende nochmal disconnected, ja. Sehr gut. Ich konnte jedenfalls irgendwann mich nicht mehr ordentlich konzentrieren und habe mit einer Leistung deutlich nachgelassen. Jetzt tut mir leid, meine Streamzeit ist halt 19:30 bis 22 Uhr, Pi mal Daumen. Und das war gerade der Aufstieg zu Gold 2. Das ist, denke ich, ein perfekter Moment, um schlafen zu gehen, würde ich sagen. So. Ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Was haben wir jetzt hier noch für einen schönen Song? Oh, nice. What? Thanks, guys. Alles klar, 3 Honors gekriegt. Das ist seit Ewigkeiten mal wieder, dass ich. Ja, wieder ein S+, ne? Das ist halt richtig krass. So, wir machen den Pretender an. Ja, das zweite S+ heute Abend, ne? Also, Sivir hat das natürlich auch super nice gespielt, bin ich der Meinung. Das hätte sich auch verdient gehabt, geordnet zu werden.